Calvin Klein und Elsa im Bett, nanu, nanu, nanu. Und der maskuline Mann trägt seine Ex auf Händen. Das ist dieser Jörg Hansen, schießt ja die ganze Zeit gegen dich. Ein Schmutzlappen Erik. Soll ich offiziell Jörg Hansen auf die Fresse hauen? Nur noch zu zweit. Ja. Wegen missglückter Beauty-OP. Gerda Louis sagt Fibotermine ab. Dein Gehirn kann auch sehr, sehr gut denken. Und so soll es auch in Zukunft weiter sein. Und genau deswegen stehe ich so ein bisschen im Zwiespalt. Jörg Hansen auf die Fresse hauen. Willkommen zurück, Ragazzi. Ja, da bin ich auch mal wieder zu sehen. Ja, ich war ja erst auf Sardinien, dann eine Rundreise durch Italien. Für alle, die das nicht auf Instagram verfolgt haben. Und dazu gibt es demnächst natürlich auch ein Video. Venezia. Venedig. Dann kam noch eine Erkältung. Ja, und jetzt habt ihr mich wieder am Hacken. Katastrophe, ey. Ich hoffe, ihr freut euch, denn wir beschäftigen uns da mal wieder mit, was ist los in Deutschlands Trash-Promi-Szene. Es wird ja jetzt schon wieder für das nächste Fame-Fighting, der nächste Gegner, die nächsten Gegner werden ausgelost. Momentan sind ja im Gespräch Emmy Ross und Valentina und dann momentan gibt es wohl Probleme, weil Emmy zu wenig wiegt, um in der gleichen Gewichtsliga zu sein und sie will aber auch nicht zu viel zunehmen und bla bla bla. Hier haben wir dann noch ein eventuell anderes spannendes Kampfpärchen, nennen wir es mal so. Erik, mir ist nichts peinlich, Sinnermann. Und der Ehemann von seiner Ex, Desiree, der Jörg Hansen. Marco Huck, 15-maliger Boxweltmeister, hat mich heute angerufen und mir ein Angebot gemacht, was mich zutiefst ehrt. Er hat gesagt, ey Erik, ich habe so ein bisschen mitbekommen, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Dieser Jörg Hansen schießt ja die ganze Zeit gegen dich. Hast du nicht Bock? Und Leute, jetzt aufgepasst. Marco Huck hat mich gefragt, hast du nicht Bock? Offiziell am 29. Juli im Estrell Hotel Berlin vor 5000 Leuten Jörg Hansen auf die Fresse zu hauen, um endlich diesen ganzen Streit zu beenden. Ist für mich ein Riesenangebot. Ich habe einfach nur gedacht, ey, richtig, richtig geil. Aber, jetzt kommt das Aber, ich habe meiner Familie versprochen, dass ich nicht mehr in den Boxring steige, weil Sparring, Kämpfe, es kann immer etwas passieren. Und ganz im Ernst, mein Gehirn kann auch sehr, sehr gut denken. Und so soll es auch in Zukunft weiter sein. Und genau deswegen stehe ich so ein bisschen im Zwiespalt. Jörg Hansen auf die Fresse hauen. Ja, habe ich Bock drauf. Aber diese ganzen Strapazen, Training, Sparrings in Kauf zu nehmen, ist wieder die andere Kehrseite. Und da kommt ihr ins Spiel. Meine lieben Follower, was soll ich tun? Ihr liegt mir alle sehr, sehr am Herzen und ich würde gerne eure Meinung wissen. Soll ich offiziell Jörg Hansen auf die Fresse hauen? Ja oder nein? Ja, Jörg und Erik waren sich ja die ganze Zeit nicht grün, wo Erik mit dessen Freundin gepimpert hat. Ja, und er soll ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es aufgeklärt wurde, für diesen Tortenangriff zuständig gewesen sein auf dieser selbst inszenierten Show vom Sindermann in Berlin vor einigen Wochen. Vor einigen Wochen, aber nach diesem Tortenangriff, war dann auch schon das Beziehungsaus von Erik und Desiree, die sich ja sogar ein Peinlich-Tattoo von ihm hat stechen lassen, was vom Fernsehen begleitet wurde. Also er hat es nicht gestochen, sondern noch viel schlimmer, sein Gesicht wurde auf ihren Körper gestochen. Dass ich ziemlich fertig gerade bin. Und es tut so weh, dass ich das nicht geschafft habe, dass wir zusammen sein können. Der letzte Akt einer großen Fremdscham-Show. Die Beziehung zu mir und Desiree natürlich ziemlich turbulent verlaufen. Wir müssen uns erstmal jetzt auf unsere Art und Weise wirklich verarbeiten. Hier zu Michaela Schäfer. Ab 16 Uhr sind wir live. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie weh das tut, wenn Menschen einen so beleidigen. Und so viele böse Nachrichten hört. Obwohl es einem so schlecht geht. Und ich möchte einfach nicht, dass ihr denkt, dass er einfach nicht mein richtiger Freund war. Ja, und dann vor einigen Tagen, hui, das Liebes-Comeback von Jörg und Desiree in New York.
wollte uns mal ganz kurz eben verabschieden. Ist ja viel passiert. Ich bin allein angekommen und fliege zurück mit dir. Mir. Es war mega, dass ich hier hingekommen bin, um mit dir die Zeit zu verbringen, um das wieder aufzuarbeiten, was wir halt alles verpasst haben. Ja, und ich würde sagen, auf unsere Zukunft, oder? Vollgas, jetzt nach Hause, in zwei Tagen schon wieder. Vollgas, in zwei Tagen schon wieder Malle. Das heißt, ja, die Reise geht weiter. Ja. Und wir sind dann. Und nur noch zu zweit. Ja, genau. Und wir sind dann in ein paar Tagen wieder auf Mallorca zu finden. Auch wenn seine Ehefrau zurückgekehrt ist, schießt Jörg weiterhin scharf gegen Erik. So, diese Story geht nochmal raus an den kleinen Schmutzlappen Erik. Hallöchen alle zusammen. So, ich habe ja mal wieder das ganze Postfach voll mit Nachrichten, weil das, was ich gestern wohl gesagt habe, wäre weit drüber gewesen. Ich soll Erik mal in Ruhe lassen, weil jetzt kriegen Leute langsam auch ein bisschen Mitleid, also halt vielleicht irgendwie traurig ist. Aber ich muss dazu sagen, Leute, ihr wisst nicht alles und ich werde auch nicht alles öffentlich machen, aber ihr müsst mal verstehen, dass es seinen Grund hat, warum ich gegen ihn schieße. Es ist nicht der Grund, der öffentlich ist, den alle kennen, hier mit Torte und sowas und hier ein bisschen Ärger und sowas. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die wisst ihr nicht und ich glaube und ich bin mir zu 99% sicher, wenn ihr alles wüsstet, dann würdet ihr genauso reagieren wie ich. Also mir kommt das Ganze ja schon ein bisschen komisch vor. Also meine Meinung ist, war das Ganze fake? Waren alle drei involviert und haben sich das vorher überlegt, wie sie das machen, dass Erik und die Desiree für ein paar Wochen zusammen sind? Das ist ja für alle drei eine Win-Win-Situation. Alle haben Schlagzeilen, alle haben Aufmerksamkeit. Oder Theorie Nummer zwei, wo ich noch eher dran, wo ich glaube, dass die Möglichkeit noch größer ist, wie gesagt, meine Meinung, dass die beiden Hansens den Erik als Opfer gesehen haben, als dummes Opfer, der sich für PR einspannen lässt, also dass Desiree ihm da was vorgaukelt und dass dann die Trennung schon geplant war und die beiden dann ihr Liebescomeback feiern und natürlich jetzt auch durch Sinnermann bekannt sind. Was haltet ihr von meinen beiden Theorien? Oder meint ihr, da waren nur echte Gefühle, echte Liebe im Spiel? Pure Romantik! Einfach nur pure Romantik! Guck mal dieses Meer, die schönen Bäume da hinten, Uwe! Das ist doch pure Romantik! Was echt ist, sind die, ja, nennen wir es mal, Andenken an den CO2-Laser, den Gerda Lewis im Gesicht hat, bei sich anwenden lassen. Wegen missglückter Beauty-OP. Gerda Lewis sagt Fibotermine ab. Gerda Lewis wollte für ihre Fans noch schöner aussehen, doch leider ging diese Schönheitsbehandlung mächtig schief. So sehr, dass Gerda sogar ihren bezahlten Job bei der Fibo absagen musste. Die Influencerin wollte die Falten an ihrer Augenpartie loswerden, doch die versprochene schnelle Heilung ist nicht eingetreten. Jetzt muss Gerda die Fibo leider per Handy verfolgen. So, es sind jetzt doch noch einige Nachrichten wieder zu der Behandlung reingekommen. Und ich dachte, ich sage noch mal ganz kurz was dazu, einfach auch, weil ich jetzt selber meine eigene Meinung dazu besser einschätzen kann, weil ich jetzt natürlich auch das Nachergebnis sehe, wobei man sagen muss, das ist jetzt auch nicht das endgültige Ergebnis. Wir wissen ja, bei so Treatments, es braucht immer so 3 bis 6 Monate, bis man wirklich das Endergebnis sieht. Man kann auch sehen, dass ich immer noch leicht gerötet bin. Das ist quasi die neue Haut und die wird jetzt vielleicht noch so 2 Wochen ja, so bleiben und dann wird sie sich auch normalisieren. Ganz wichtig ist jetzt halt, dass ich meine Augen extrem gut vor Sonne schütze. Das heißt, einen ganz hohen Lichtschutzfaktor, nicht mit dem Gesicht in die Sonne, immer eine Sonnenbrille tragen oder einen Hut, eine Mütze, was auch immer, damit ich die Haut eben jetzt schone, weil es ist halt wirklich komplett neue Haut. Und ich habe mich wirklich schon seit Jahren mit dem Thema CO2-Laser auseinandergesetzt. Also ich weiß schon seit Jahren, dass es diesen Laser gibt, dass man das anwenden kann, dass es auch ein sehr intensiver Laser ist und eben sehr sehr sichtbare Erfolge erzielt. Nur war es noch vor ein paar Jahren so, dass mich eben meine Unteraugenpartie noch gar nicht so gestört hat und das ist jetzt wirklich mit den letzten Jahren immer so ein bisschen intensiver geworden. Ich weiß, für euch sieht es von außen nicht so aus. Es ist auch in Ordnung. Wie gesagt, ich verstehe auch, wenn es andere nicht verstehen oder sagen, du brauchst das nicht. Ich für mich habe einfach nach einer Behandlung gesucht, wo ich wirklich einfach richtig strahlende Augen danach habe, wo man nicht mehr diese Fältchen sieht und genau, ich wollte auf den richtigen Zeitpunkt warten und darauf warten, dass ich auch irgendwie den richtigen
Arzt dafür kennenlerne. Und dann war ich immer beim Hautarzt wegen meiner Muttermale und habe ihn halt gefragt, ob er sagen kann, was mir zum Beispiel helfen würde, das Ganze zu straffen. Und dann hat er mir gesagt, dass er halt CO2-Laser anbietet. Und dann dachte ich mir so, okay, Jackpot, ist das eigentlich genau das, was ich suche? Also, ich muss ja sagen, ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied, außer dass sie auf dem einen Foto geschminkt ist. Kampf der Reality Stars läuft ja aktuell. Die Quoten der ersten Folge waren jetzt nicht so prall. Mal gucken, ob sich das noch steigert. Ein großes Comeback hatte Valencia Vintage. Wenn ihr mein Video noch nicht gesehen habt, tut euch das mal an. Sie war vor 13 Jahren groß im Geschäft. Da war sie mit Botox bei Florian West, der dann später im Dschungelcamp war, sogar verheiratet. Zusammen waren sie im Big Brother Container. Und in Folge 2 ist sie auch noch in der Sala. Und da sind in der Folge landen Calvin Klein und Elsa im Bett. Eine Frau an seiner Seite hat auch der maskuline Mann, auch wenn er sie nicht gerne auf Händen trägt, denn seine Ex Christina muss er wohl als Strafe oder Aufgabe mit sich herumtragen, so wie in Folge 1 doch eine Extrawurst herumgetragen wurde. So wird jetzt Christina von ihrem Ex, der sie ja nicht so gut behandelt hat, rumgetragen. Scheißegal, Mann. Du blamierst uns hier gerade. Du blamierst uns. Du mit deinem kleinen Hirn. Mit deinem Erbsen hier. Das Gelächter bei den anderen Sala-Insassen ist natürlich groß. Und ja, die Schadenfreude ist auch dabei. Und Valencia sagt, ja, das geschieht ihnen so ganz recht, wie er sie behandelt hat. Du einfach mit deinem Grenzen denkst. Basti, Alter. Wie findet ihr das? Ist das eine gute Idee? Es ist ja schon ein bisschen Promi-Büßen in Thailand. Ja, findet ihr es gut, dass Alex jetzt mal an seine Sünden etwas dadurch erinnert wird? Und was meint ihr? Geht da mehr bei Calvin Klein und Elsa? Kommentieren, abonnieren, analysieren. Ciao, ragazzi.